Hallo und herzlich willkommen zurück zu Split Second. Was war denn in der letzten Folge los? Also haben wir uns tatsächlich von einem Helikopter ins Boxhorn jagen lassen. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Meine sehr verehrten Freunde der explosiven Metallverschrottung, das holen wir natürlich nochmal nach. Aber mit diesem Fahrzeug, das ist nicht ganz so wackelig auf der Hinterachse. Da schauen wir erstmal, was wir mit diesem Fahrzeug reißen können. Kommt wieder ab nach ganz vorne. In diesem Luftangriffrennen müssen wir ja nun keine Energie sammeln. Deshalb bringt Driften auch gerade überhaupt nichts. Außer vielleicht noch unverzeihliche Fahrfehler. Wow, wow, wow. Jawohl, auf dem fünften sind wir schon. Ja, ab durch die Tankstelle. Die fliegt ja nicht in die Luft. Auf den dritten. Zweiten. Und jetzt werden wir gleich den Heli in seine Schranken weisen. Wenn diese Welle auch eine perfekte wird, dann sind wir auf dem ersten Platz. Jawohl. Souverän. Wie gehabt. Da sind die übrigen 20 Credits, die uns in der letzten Folge verwehrt wurden. Und wir haben einen weiteren Wagen freigeschaltet. Den Cobretti GT500. So, und über 7200 Punkte ganz genau sind wir im Vorsprung gegenüber Pettel. So, und ein Detonatorrennen. Oh yeah. Das ist übrigens das Fahrzeug, was ich erspielen werde, was wir erspielen werden, was wir bis zum Ende dann nehmen werden. Es sei denn, es sind andere Fahrzeuge vorgeschrieben, dann müssen wir natürlich ein anderes Fahrzeug nehmen. Aber das ist mein absoluter Favorit, der Cobretti Slipstream. Dann geht's jetzt mal los. Lindquist, Nicholson, Erasmus, Richardson, Farley, Dwayne, Turner und natürlich wir, Viraxo LP, starten vom letzten Platz. Aber da das ein Rennen gegen die Powerplays ist, haben wir hier keine anderen Fahrzeuge auf der Strecke. Wichtig ist hier immer die Abkürzung zu nehmen. Das bringt immense Vorteile.
gegenüber den anderen Fahrern, die diese Abkürzung nicht nehmen, auch gegen die Powerplays, die ausgelöst werden. Natürlich fliegt die Tankstelle in die Luft. So, und souverän, ohne Zeitprobleme. Auf dem ersten Platz. So, noch 150 Credits, um den Ryback Thunder zu gewinnen. Ich glaube, nach dem Thunder können wir den Slipstream erspielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der müsste jetzt schon bald kommen. Ich bin jedenfalls gespannt. Und jetzt geht's an das Elite-Rennen. Das letzte Rennen in dieser Folge. Und diese Folge wird also vermutlich etwas kürzer. Aber da müssen wir erstmal schauen. Wir nehmen den Vortex. Hätte ich nicht gedacht, dass ich tatsächlich so oft den Vortex mittlerweile schon nehme. Also es gab tatsächlich Spiele, in denen ich den nie genommen habe. Beziehungsweise in denen ich den zwar ausprobiert habe, aber nie mit dem gewinnen konnte. Und ihn deshalb gemieden habe. So, ab nach vorne. Ab nach vorne, jawohl. Convention Center. Nein, das machen wir nicht. Das schon eher. Aber die Baggerschaufel, die bringt hier herzlich wenig. Jedenfalls uns. Ach, mein Freund, mal wieder die Leitplanke. Die Betonabsperrung. Alter, wir sind noch auf dem 5. auf 8. Alter, Falter. Und zack, zurück auf den 2. So lobe ich mir das. Uiuiuiui. Gerade überhaupt nicht auf dem Schirm, ob es hier Streckenänderungen gibt. Nein! Den hätten wir auf gar keinen Fall gekriegt. Ja, hier gibt es eine Streckenänderung. Eine wichtige. Aber ich glaube, dafür sind wir zu spät gerade dran. Gut, dann nochmal die Baggerschaufel. Ah, diesmal hat es was gebracht. Zwei Fahrzeuge, sehr schön. So, volle Energie. Aber leider noch auf dem 3. Platz.
wenn die anderen mit uns rangeln, ey. Wir können die nirgends hinschieben, aber die uns immer. Das ist fies. Zweite Runde. Achter Platz, das geht gar nicht. Also wird diese Folge vermutlich doch nicht nur so kurz werden, wie befürchtet. Dieses Elite-Rennen müssen wir definitiv wiederholen. So schlecht war ich noch nie in einem Elite-Rennen. Es gibt für alles immer ein erstes Mal. So, und bevor wir jetzt in den Staffel-Screen, in den Folgen-Screen wechseln, brechen wir hier das Rennen ab und machen einen Neustart dieses Rennens. Weil es bringt nichts, wir kriegen keine Punkte dafür, keine Credits, nichts. Und deshalb können wir es auch sofort wiederholen. Zwar mit demselben Fahrzeug, aber wir versuchen es noch einmal mit dem Vortex. Ansonsten nehmen wir den Cobretti GTRS. Schön durch die Schirme hier. Egal. Wir sind gerade nicht schnell genug, um Energie zu sammeln. Wenn es diese Streckenänderung tatsächlich gibt, die ich da vorne gesehen habe, dann brauchen wir dafür eine volle Energieanzeige. Bin mir nur gerade nicht sicher, ob das hier auf dieser Strecke ist oder ob es auf einer anderen Strecke ist. Deswegen löse ich hier momentan auch keine Powerplates aus. Ich weiß nur nicht, ob uns das jetzt gerade so hilfreich ist. Ohne Powerblast hier durchzurasen. Da ist noch unser Wrack. Immer noch auf dem sechsten. Entschuldigung. Ja. Genau das ist es. Fünf zerstört. Das heißt, wir müssten gleich auf dem ersten Platz sein. Jawohl, sind wir. Einen rollenden Haufen Altmetall da weg. Unglaublich. Was, wo kommen die denn her? Jawohl, Dreifachzerstörung.
gerade. Ich weiß gerade nur nicht, wo der erste jetzt ist. Er ist nicht mal in Sichtweite. Und ich habe keine Ahnung, wo er rumwandelt. Aber wahrscheinlich ist er schon im Ziel. Der ist schon im Ziel. Ihr wisst es doch. Ich kann mich mit dem ersten nicht zufrieden geben, mit dem zweiten nicht zufrieden geben. Aus diesem Grund machen wir mal etwas ganz kurz mal anders. Wir springen zurück und nehmen es erneut an und wechseln auf den Cobretti GTRS. Sehen, ob das Fahrzeug uns hier mehr Glück bringt. Ja, lass alle an uns vorbeijagen. Passt schon. Unsere Energieanzeige ist voll. Ja, mach dir mal, mach dir mal. Ich krieg gleich Taxis ins Gesicht. Na, oder ein Tanker. Oder auch nicht. Dann halt gleich ein LKW. Zu früh ausgelöst, aber nicht von uns. Gut, Torpedo hat zerlegt. Und Strecke ändern. Mit etwas Glück ist Livewire zu weit vorne. Jetzt geht's für uns los. Wir sind zwar Zweiter, jetzt Dritter, aber nicht für lang. ...4,4 Sekunden bis zum Ersten. Na gut. Wir werden nur Zweiter in diesem Rennen. Vielleicht mache ich das nochmal ohne Aufnahme, vielleicht nochmal
Vielleicht auch später mit dem Coberti Slipstream. 40 Credits leider nur, aber ich möchte schon bis zum Slipstream alle möglichen Credits, die wir erhalten können, auch erhalten, um den Coberti Slipstream möglichst schnell freischalten zu können. Aber nun gut. Ich bin schon mal raus und sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge Split Second. Nächstes Mal schalten Sie ein und wir einen Gang höher. Das wollen Sie garantiert nicht verpassen.